Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es wurden endlich die Patch Notes für den 17. announced. Gestern war ja das Campfire, wo einiges erklärt wurde und einiges gezeigt wurde. Aber die Patch Notes, die harten Facts sind jetzt da. Und ich will gar nicht durch alles durchgehen. Wie immer, die sind unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr nochmal selber nachlesen, wenn ihr jede einzelne Änderung euch angucken wollt. Ich werde euch 4 oder 5 Sachen rauspicken, die wichtig sind, die vieles am Game ändern. Und eine Sache möchte ich direkt nachreichen, weil im letzten Video gestern hatte ich ja schon gesagt, dass es neue Gegenstandsmacht gibt und wir waren uns noch nicht sicher, welche Gegenstandsmacht die Gegner fallen lassen auf den verschiedenen Leveln. Und das wissen wir jetzt. Die Range von heiligen Items hat sich geändert von 625 auf 720 zu 625 zu 750. Und die vermachten Items fangen jetzt auch schon später an, bei 780, früher war es 725 und gehen jetzt viel weiter höher, hatten wir ja schon gesagt, bis 925. Und als Beispiel, wenn ihr einen Gegner Level 55 auf Weltstufe 3 besiegt, dann sind die Items in der Range von 625 bis 700 und zum Beispiel bei einem Level 70er Gegner auf Weltstufe 3 ist 655 bis 730. Und das, was für uns natürlich interessant ist, ist jetzt erstmal Level 100 vermacht. Da ist die Itemspanne 830. Müsst ihr euch mal überlegen. Das Mindeste, was fallen kann gegen einen Gegner Level 100, ist 830. Das ist höher als alles, was wir bisher haben. Und das Maximum ist 925. Und alles nach Level 100 erhöht das Minimum um 1. Das bedeutet, Gegner Level 153 lassen dann mindestens 883 Gegenstandsmacht fallen und Maximum 925. Es gibt jetzt auch harte Zahlen zu den Verzauberungskosten. Da wurde ja schon gesagt, dass es günstiger wird. Wusste aber bisher nicht, wie günstig. Wir hatten da ein bisschen die Angst, dass es gar nicht so viel günstiger wird. Aber ab der zweiten Verzauberung wird es wirklich sehr viel günstiger. Und wir reden hier nicht über ein paar Tausend, sondern über 100.000. Zweite Verzauberung 160.000 in dem Beispiel, was die genannt haben. Und dritte Verzauberung 140.000 günstiger. Und so stackt sich das dann halt viel langsamer hoch und man ist nicht so schnell bei über ein paar Millionen, also Verzauberungskosten sehr viel günstiger. Außerdem wurde nochmal gesagt, dass das Paragon-Board, was man jetzt mit einem Klick zurücksetzen kann, nicht sofort von Season 2 am Start ist. Das wird erst in Patch 1.2.1 nachgereicht, der innerhalb von Season 2 irgendwann kommen wird. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man mit einem Knopfdruck das ganze Paragon-Board zurücksetzen kann. Die haben nicht gesagt, ob das Geld kostet oder ob das umsonst ist, wie viel das kostet, ob das nochmal günstiger ist. Das werden wir dann sehen. Und jetzt kommen wir zu zwei ganz wichtigen Dingen. Einmal würde ich sagen, reden wir ganz wichtig über die Widerstände. Da hat sich einiges verändert. Und vor allen Dingen, ich glaube, darauf wartet ihr alle, über die Crit- und Verwundbarkeitsmisere. Das würde ich sagen, nehmen wir als Ende. Am Ende, wir reden jetzt erstmal über die Widerstände. Und zwar war es früher so, wenn ihr 20 Widerstand Feuer hattet und dann noch ein Item mit 20% Widerstand Feuer, dann wurde das nicht additiv, also ihr habt es nicht zusammengerechnet und dann kam 40% raus, sondern es war multiplikativ. Das heißt 20 plus 20% und ihr kamt dabei 36% raus. Und so hattet ihr nie die Möglichkeit, auf 100% zu kommen. Ist eigentlich eine feine Sache, das so zu machen, ist aber für den normalen Spieler nicht gut durchschaubar. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie 50 habt, dann kriegt ihr nochmal 13% dazu. Wer rechnet sich denn 13% von 50% aus? Das war also immer ein bisschen kompliziert. Es wird also in Zukunft so sein, dass alles Plus ist. Das heißt, wenn ihr 20 Feuer habt auf einem Ring und ihr macht nochmal 20 Feuer rein im Schmuck mit einem roten Juwel, dann habt ihr insgesamt 40. Und Maximum wird 70 sein. Das heißt, ihr müsst nicht mehr an Widerständen drin haben als 70%. Und sie haben auch gesagt, man muss nicht unbedingt extrem darauf achten im normalen Spieldurchlauf, weil gerade auf Ringen und auf Amuletten wird jetzt neuerdings immer Widerstände für alle drin sein. Bisher war immer so, dass ein Ring 2 Widerstände drin hatte, zum Beispiel Feuer und Eis. Und in Zukunft wird es sein, dass es per se immer ein Stat gibt, der alle Widerstände bufft und dann noch einen zweiten Stat, der einen einzelnen bufft. Das heißt, wenn ihr Amulett, Ring und Ring drin habt, dann werdet ihr sowieso per se schon 30, 40, 50 Widerstand haben, ohne dass ihr irgendwie drauf achten müsst. Außerdem
würde ich euch raten, weil Widerstände bestimmt ein wichtiges Thema wird, weiße Diamanten in euren Schmuck zu packen, jeweils. Dann seid ihr da immer auf der sicheren Seite. Schaut, dass ihr da immer 70% habt. Ein weißer Diamant auf höchster Stufe gibt, glaube ich, 8%. Wenn ihr davon 3 Stück reinmacht, habt ihr 24%. Plus die Ringe, plus die Amulette, dann habt ihr das auf jeden Fall schon mal aus dem Kopf und da keine Kopfschmerzen mehr, weil die Gegner jetzt sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Widerstandsschaden machen und da Probleme kommen könnten. Da einhergehend wurden auch die Stellungserzeugungen geändert. Stellungserzeugung ist jetzt nicht mehr auf eurem Base Life, sondern auf eurem Maximum Life. Eure Stellung wird also auch interessant für alle, die Stellungsbild spielen. Stellung wurde extrem gebufft, hätte ich gar nicht gedacht. Gehen also dahin, dass man auf viel Leben geht und viel Stellung geht. Bin ich gespannt, wie sich das auswirkt, weil ich glaube, dass das gerade für manche Builds, wie so zum Beispiel ein Druidenbild, sehr OP sein kann, der komplett auf Stellung geht. Aber lass uns überraschen, wie die Stellung da sich ändern wird. Und jetzt haben wir nur noch eine Sache, die noch offen ist, und das ist das Crit- und das Verwundbarkeitsdilemma. Und als ich das gehört habe, habe ich echt ein bisschen Angst bekommen, weil es wird einen extremen Debuff geben in Crit und Verwundbarkeit. Und wir hatten ja schon mal einen extremen Debuff. Der wurde jetzt aber teilweise zurückgenommen, weil Crit- und Verwundbarkeits-Affixe wurden wieder erhöht. Aber der grundsätzliche Damage-Output, den ihr mit Verwundbarkeit und Crit zahlen könnt, wurde reduziert. Und beides zusammen hat nicht mehr so eine Synergie, wie es früher war. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht ganz genau verstanden, wie es gerechnet wird, weil ob es jetzt 1,5-facher Wert von Crit mal 1,2-facher Wert von Verwundbarkeit und dann plus oder mal oder wie auch immer, wichtig ist zu verstehen, Verwundbarkeit und Crit ist jetzt sehr viel schwächer und ich glaube, ich mache jetzt mal einen Call, Verwundbarkeit kann man demnächst einfach links liegen lassen und gar nicht mehr drauf gehen. Ich glaube, Crit ist immer noch sehr gut, weil Crit immer noch, weil die Affixe erhöht wurden und 1,5-fach ist immer noch sehr gut. Aber 1,2, 20% Verwundbarkeit, da weiß ich nicht, ob sich das lohnt, mit einem Druiden zum Beispiel, die Gegner mit einer Erdfertigkeit erstmal verwundbar zu machen. Dann heißt die ja auch nur 3 Sekunden da. Dafür gibt es ja auch eine Glyphe, dass die verwundbar sind. Und dann 0, also 1,2% mehr Damage. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich würde man die Glyphe, die die Gegner verwundbar macht, dann lieber wegmachen und dann auf Overpower gehen oder auf die neue Glyphe gehen, die Erdefertigkeiten erhöht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, Verwundbarkeit wird nicht mehr so ein großes Thema sein, wie es in der Vergangenheit war. Das heißt, alle, die ein Verwundbarkeits-Crit-Bild sich schon zusammengelegt haben, versucht mal lieber auf Überwältigungsschaden zu gehen, weil Überwältigungsschaden wurde extremst gebufft. Außerdem wurde gesagt, dass ihr ja jetzt viel weniger Schaden macht. Ich mache zum Beispiel im Eternal aktuell mit meinem Verwundbarkeit-Crit-Bild vom Druiden mit dem Pulverisieren so um die 2 Millionen, 1 Million, 3 Millionen Schaden. Und das wird ja dann reduziert, wahrscheinlich so auf die Hälfte oder so. Und damit einhergehend sollen auch die Gegner viel weniger Leben haben und viel weniger Death. Das hat man ja auch schon teilweise im letzten Talk gehört. Da wurden ja die Gegner schon reduziert, die weniger anfällig gegen Crit sind. Die werden jetzt nicht mehr 5, 6 Angriffe brauchen, bis sie endlich verwundbar werden und einen Crit abbekommen. Das heißt, alle Gegner werden schwächer, ihr einhergehend auch schwächer. Das hört sich erstmal schlecht an, wenn man dann weniger Schaden macht. Aber ich finde das gut, weil solche Ausmaßen, wie es zum Beispiel in Diablo 3 ist, mit 1000 Milliarden Schaden, wo du gar keinen Überblick mehr hast, wie viel Schaden du machst. Da machst du 10 Millionen Schaden, aber es ist eigentlich wenig, weil du brauchst 10 Milliarden Schaden. Das finde ich bei Diablo 3 gerade eine schwierige Situation, was auch vielen anderen auch so geht. Und da finde ich schon gut, dass da bei Diablo 4 drauf geachtet wird, dass der Schaden nicht ins Unermessliche geht. Gestern hatte mir jemand im Stream auch gesagt, er macht 45 Millionen Schaden. Das ist natürlich viel zu viel und das braucht man auch nicht. Jetzt bin ich extrem gespannt, was ihr zu den Patch Notes sagt. Ich habe ja gar nichts dazu gesagt, zu den Änderungen an den Klassen, an den Balance-Änderungen und an den Unique-Änderungen, legendären Aspekten und den neuen Uniques und so weiter. Es gibt ein neues Unique, das wurde auch vorgestellt vom Druiden. Da bin ich selber sehr gespannt drauf, wo ihr Hurricane macht und dann diesen Boulder und der fliegt dann um euch herum. Da habe ich irgendwie Bock drauf, darum ein Bild zu bauen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Patch Notes unten rein.
Seid ihr auch immer noch genauso hyped wie ich auf den 17. und wollt endlich loslegen? Lasst gerne ein Follow auf den Kanal da, wenn ihr nichts von Diablo 4 verpassen wollt. Da wird bestimmt das eine oder andere Bildchen nochmal gemacht und hier vorgestellt. Würde mich sehr über ein Like freuen und bis zum nächsten Mal, Leute. Rein.